Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge von SD. Ich nehme euch mal mit zu einer Loot-Tour. Und zwar fahren wir mal zur Eiswelt. Heute Nacht war ich fleißig, habe fleißig gebuddelt. Habe jetzt die Mine Blei und eine Eismine unterirdisch erschlossen. Über mir waren verdammt viele Zombies, aber wie gesagt, über mir. Hier vorne mal gucken, ob wir was finden. Vor allem wegen Autos, ne? In erster Linie wegen Benzin. Zweitens wegen ja, hauptsächlich wegen Kühle. Da schon parkt einer, parkt zwei. So, hier. Hundehütte bin ich eigentlich jetzt nicht erpickt als Hunde, aber so viele Autos gibt es in der Umgebung nicht. Die sind nicht schlecht. Muss ich mir ganz kurz einen Schraubenschlüssel holen und austauschen zur Spitzhacke. Ich wollte noch ein bisschen mal mit zu Hause reparieren oder erneuern. Benzin ist immer gut. Vor allen Dingen ja, eine Batterie, ja gut, mitzunehmen. Für mich wäre ein Kühler wichtig. Wahrscheinlich jetzt Pech zu haben. Hauptsache ist kein Bell oder Nähe. Das ist äußerst ungünstig. Hier ist schon mal sehr, sehr, sehr verdächtig. Fangen wir oben an. Dass hier ein Hund ist, habe ich mir beinahe gedacht. Nimm mal gleich mit. Ja, den Hund auch. Mal sehen wir gleich. Hackebeil. Messer habe ich dabei, ne? Messer haben wir dabei, ja. Das können wir nach oben nehmen. Brauchen wir nicht. Hammer brauchen wir in der Regel auch nicht. Weil ich brauche mal Knochen, ne? Also Knochen ist nicht mehr wegen Kleber wichtig. Obwohl wir aktuell noch genug haben, aber man kann ja nie genug haben, ne? Das habe ich gerade dabei weggelegt. Hier sehen wir die Picke. Jetzt bin ich hungrig. So, Maschinengewehr. Nachladen. Hier geht's weiter. Da ist gesperrt. Erstmal. Auch gesperrt.
Bleibt doch nicht liegen. Ich muss halt nicht mal denken, dass ich eine Schaufel kriege. Hier ist nämlich Zement. Revolverkiste. Oh, Magnum. Und Reparaturkiste, das ist kommt wie gerufen. Das nehmen wir so mit, ne? Ausnahmsweise. Eine Schaufel geht besser dafür. Aber Zement kann ich nicht liegen lassen. Ich misch gerade wie Beton für den Ausbau des Balkons. Aber eine Muckibude. Hier die Pflastersteine nehmen wir auch mal so mit, ne? So, mal kurz die Bilder gucken, ne? Munition ist gut. Kleber. Wo hat sie versteckt? Steroide. Damit man mehr tragen kann. Dann geht's hoch im Haus. Na gut, leere Dose. Abbauen. Gibt's bei Eisenbahn oder? Wie viel Bananen? Gibt's doch gar nicht. Na, hört alles? Musik? Halbwegs, ne? Das soll ja nicht so laut sein, die Musik. Und soll nur zu hören sein. Was kann ich nutzen? Was kann ich essen? Ein bisschen Ballast zu werden, das gab noch nicht. Hier. Die kann man essen. So, Magnum, ne? Und schöne Pistole. So, was haben wir noch Schönes? Zu speisen. Was mir sofort Ballast loswerden würden. Achso, da die Waffe. Kaffee trinken, ist immer gut. Brauchen E-Flüssigkeit. Können wir hier lassen. Nimm mal einen rein, ne? Und schon ist das Gewichtsproblem nicht mehr da. So, jetzt gehen wir mal oben. War das hier hinter schön ist? Dann mal umstellen auf Picke. So, Pickel. Jacke können wir oben lassen. So wird schneller als die Axt, ne? So,
Das gibt Bronze normal, Tür. Okay, da haben wir schon Grün. Gehen wir nach oben. Das macht mich nervös, wenn die so aufkreuzen, so schnell. Brenner ist gut. Honig ist auch gut. Verdächtig. Deswegen verdächtig, weil er meistens hinterher ist. Hat er sich versteckt? Ich dachte, so kannst du den Verwandlungen entkommen. So muss ich es aus, aber es war. Oh, Bücherregal. Tut mir leid, aber. So. Tja, das je verwenden könnte. Der hat Gas gehabt, der liegt. Er schläft da. Dann nehmen wir einen sauberen Schuss, ne? Klappt nicht immer. Also, schon wieder. Zu viel. Das Wasser.
Man soll nicht jedes nehmen, was man so findet, ne? Bin schon wieder voll. Da ist die Kiste hinter. Waffe bereit? Das essen wir nicht. Boah, ist doch gar nicht. Oh, Knochen, Fackeln, das. Können wir vielleicht schon, aber mal sehen. Man weiß ja nicht, wie so was Gutes. Eine Pistole, Stufe 4. Das können wir hier lassen. Munition, die können wir gebrauchen. Oh. Hätte doch eigentlich saut lassen sollen, ne? Das vor allen Dingen. Gehen wir da rein. Weil Leben können wir auch hier lassen. Das ist ja noch nicht so. Eisenstiefel. Das ist so eine Sache, ne? An die Tat haben wir genug zu Hause. Und Lederhandschuhe, das ist gleich gar nicht so schlecht. Fett weg. Gut, überladen. Ah, hier noch eine Kiste. Da mal reinschauen. Das nenne ich mal gut. Und das ist, ja. Ja, gute Frage. Wo ist mein Scheiß? Die Stofffetzen raus. Das rein. Okay, zurück. Können wir essen? Das andere machen wir nicht. Lassen wir hier. Für Nachzügler. Die werden sich zurückgehen? Das muss ja nicht sein, ne? Nehmen wir raus, wegnehmen. Und dann nehmen wir das Eisen weg. Gut. Jetzt werden sie rausfunden, ne? Keller war bestimmt nicht. Können wir auch reparieren. Hier geht's raus. Und da ist eine Bronze drin. Türen hat noch Bronze. Beziehungsweise Messing.
Gut, wir sind soweit ausgepackt, vollgepackt. Fahren wir zurück. Hier liegt ein Schrott rum, aber nicht heute. Oder wenn später noch mal vielleicht. Der Junge will sich aufwärmen. Vollgas. Früher bin ich mir sowas gestorben. Na gut, wenn man jetzt Munition hat, ne, ist das ein bisschen besser. Jetzt haben wir eine neue Pistole. Ja, so ein Magnum. Revolver, denke ich mal. Munition fehlt zu viel. Gut, da kann man herstellen zur Not. Aber da ist aktuell Mauer aus, ne? Also Messi können wir es einschmelzen. Auch wenn meine Steine jetzt durch sind, dann kann ich meinen Balkon ausbauen. Ich will ihn ringsherum auf der Höhe unten über der Mauer so einen Betonring ausbauen. In der Mitte offen, damit wir runterschießen können Richtung Mauer, falls da mal sich da Zombies aufhalten. Hier wollen wir noch ein bisschen wieder ausbessern. Machen wir gleich. Da haben sie mit. Das ist mit die erste, wo sie sich nämlich. Wo sie wehtun, ne? Und dann nicht weiterkommen. Zwei Reihen, nur ist die bald Reihen normalerweise. Sind drei. Bin ich überladen. Steroid haben wir nachgelassen. Oder sind zwei Reihen schon kaputt? Muss man reparieren, aber. Eigentlich soll hier auch ein Graben erfolgen, dem Bereich. Muss ich mal schauen, wie ich das Beste hinkriege, weil hier unten ja der Keller ist. Das macht die Sache ein bisschen schwierig. Ich versuche gerade zu laufen. Ja, mit 17 voll Gepäck, also. Alter Mann. Ich habe auch nichts ins Moped reingepackt, weil ich uns auch zurückholen musste. Oh. Ja, da ist auch schon angefangen, Balkon. Das soll bis hier vorne herumgehen. Dass ich im Prinzip rausgehen kann an mehreren Stellen, flexibel bin und dann entsprechend die Brüder erledigen kann. Hier soll später mal eine Zugbrücke kommen, wenn ich das Haus verlassen habe, beziehungsweise reingehe, dass ich hochziehen kann. Kann ich aber noch nicht bauen. Tür für den Buggy. Aber die hat zwar einen Wert von 7000, ne? Die Tür von 2000. Also Mauerwerk hat 1005. Das Gitter hat, glaube ich, 3000. Ja, die letzten Folgen waren, glaube ich, ein bisschen nur schlecht. Ob ich die jetzt noch veröffentlicht werde, das kann ich ehrlich gesagt noch nicht sagen. Weiß ich nicht. Offen. Erstmal die Essenssachen wegpacken, also Essenssachen. Dann Klamotten sollen hier nicht rein. Klebern auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das können wir hier auch nicht reinlegen, aber soll nicht rein. Schuhe, mal schauen, besserer. Munition, Bretter, bleiben da nicht. Hier ist es eigentlich voll. Dann Pistole leer. Ne, sind noch 9 Schuss da. Ich habe 9 Schuss behalten. Okay. Dann ist es gut.
Übereinander gelegt. So. Das ist garantiert ein Mod für die, das kann man was bauen. Das kommt da nicht rein. Federn können wir reinlegen. Das übrigens auch. Auch nicht zwangsläufig. Muss ich mal schauen, was ich anziehen kann. So. Andere wollte nach oben legen. Meine Magnum-Pistole. Wahnsinn. Gut. Hier rein. Hier Bastelser. Also versuche ich irgendwas hinzubekommen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen schlampig, also gebe ich ehrlich zu. Das zum Beispiel wird da nicht rein. Also Lichter. Knochen nehmen wir auch zum Basteln dazu, also für Kleber und so. Natürlich Zement. Die Parts, wie die Dinger heißen. Pflastersteine. Frottes Fleisch. Nehmen wir auch da rein. Brauchen wir die auch zum Basteln. Leder auch. So. Teil fürs Gewehr. Aber Tugel haben wir gekriegt, das ist gut. Eisen schmelzen wir ein. Rohre. Dazu. Kleber. Nur mal schauen, wie ist das jetzt Länge. Ja, mal schauen, wie anziehen. Das mache ich noch heute mit euch. So. Stiefel. Das ist besser. Klar, das ist so ein Stoffteil hier, ne? Gut. Stoffteile müssen um drüber gezogen, ne? Dann habe ich Stiefel. Schlechtere Werte. Schuhe. Handschuhe. Lederhandschuhe. Moin. So, so länger mal, ne? Kann ich alles gebrauchen. Rest. Verlegen. Das weiß ich noch nicht genau. Schiebe auch nicht. Bin mir nicht flüssig. Aber Deck ist weg, ne? Kriegen wir nicht wieder. So. Haben wir auch was bei? Eisen. So. Schauen wir unser Zement mal. Da können wir gleich ein bisschen betonieren. So. Und wir stellen mal gleich wieder das 1000 her. Jetzt bewährt sich schon mal unsere Technik. Noch nicht fertig, aber es. Wir sind schnell von A nach B.
Hier ist so ein Schwachpunkt, hier muss ich die auf jeden Fall immer erledigen. Unser Kellerzugang. Wenn die sich da so einbuddeln, gute Nacht. So, hier wollte ich noch Beton. 1, 2, 3. Und die Ecke. Da überlege ich noch, ob ich diese, naja, ob es hält, das weiß ich nicht. Es kann sein, es hält, ne? Also verbinden wollte ich es hier noch. Also ich wollte es hier mit dem da verbinden. Also komplett. Bis hier auf jeden Fall. Dann hat der da hinten Beton und naja, gut, klar kann man auch verbinden. Bekommt er halt. Mir ist so, wenn ich ein paar Zombies höre. Hier ist noch ein paar Dinge hergestellt. Ruckzuck geht das, ne? Da haben wir auch ein paar. Aber irgendwo habe ich mich gehabt. Weiß ich genau wo. Muss ich mal schauen. So, das wollte ich einschmelzen. Noch nicht Ofen frei. Muss ich nebenan angehen. Ich muss mehr Öfen haben. Hier können wir es einschmelzen. Haben wir nicht drin, Steine. Gut, Klee, Iron, Eisen haben wir drin, ja. Immerhin. Einschmelzen. Gut, jetzt haben wir Zement. Normal Zement. Jetzt gehen wir hier bei. Steine, Bruchsand. Normal Zement. Fertige Beton, so. Mischen. Wir haben ein bisschen da. So. Jetzt nehmen wir einen Hammer nach oben. Fertig. Noch einer zu. Jetzt gehen wir bei und bauen Beton. Ne? Beziehungsweise wir richten das her. Viel XP. Das macht die Sache ein bisschen stabiler. Hoffe ich doch jedenfalls. Da ist fertig. Und da muss ich noch. Ich habe hier neulich Ich habe hier neulich die Eisendinger aufgewertet. Und was war gewesen? Das Ganze ist eingebrochen. Mit ein Ohr bei meiner Arbeit hier. Also beim so, jetzt gehen wir mal in den Garten rein, ne? Auch hoch. Und gucken, was wir schon schönes ernten können. Aber unser Flieger kommt wieder. Ja. Ich habe so viele Kisten zu liegen, schaffe ich gar nicht. So. Maisstaude macht Mais. Maisstaude. Maisstaude. Kaffeestrauch, gibt Kaffee. Ah. Also die Sorgen, die wir hatten mit Essen, ist vorbei. Nachdem wir jetzt hier kleinen Gemüsegarten haben. Und das 6 wir nach. Korn Z ist nicht so reif. Korn Z ist ja, Samen, ne? Oder fast schon Samen raus. Maisstaude. Pflanze. Also dieses, da man Medizin herstellen. Kartoffeln. Maisstaude. Alles was geerntet.
Maisstaude. Schön, so, wo ist die Stelle, wo ich die Samen genommen habe? Man muss natürlich hier ein bisschen aufpassen, ne? Das Kaffee. Kaffee kann man auch theoretisch auch wieder herstellen, Kaffeesamen. Muss man, glaube ich, nur so gerettet. So. Noch mehr. Tee. Tee. Das ist hier erledigt. Muss mal schauen. Ja, hier weiterbauen, heißt die Wiese. Wollte aber erstmal hier verbinden, was stabil ist. Das heißt, da muss jetzt mal handlich werden. Aber wir beginnen mal die Folge. Bauen kann ich ja überwiegend in der Off-Stream-Zeit. Das wollte ich rein. Wollte die Picke haben, die Picke, die Picke. Picke halt, wir pickern mal jetzt ein bisschen rum. Das heißt, wir bauen eine Verbindung. Hier kommt eine. Das weg. Damit wir am Ende hier das stabiler kriegen. Das sind ja nur Pflastersteine. Macht der Bau ja nicht gerade sicherer. So, Lüfer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen, wir haben Überlänge gemacht. Dann sage ich immer Tschüss und wegen Winkel, ciao. Ich hoffe, meine Aufnahme hat heute besser geklappt. Tschüss.